Bonjour, je m'appelle Adrien et je viens de Suisse. Je suis en Estonie en fait depuis août dernier, donc ça fait genre 9 mois. Et puis en fait je suis avec Oyefio en Estonie ici. Hallo, ich bin Stefano, aus der Schweiz. Und ich bin jetzt seit fast 9 Monaten in Estland, die Musikschule. So, ich bin hier nach Estland gekommen im August und wir haben ein super Camp gehabt mit anderen Austauschschülern. こんにちは、田口葉月です。ただいま、エストニアに留学中です。Eu decidi escolher a Estônia para morar um ano, porque eu queria poder ter a experiência de viver um ano em um país de uma cultura extremamente diferente. Ich bin Valentin, 16 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Und ich bin gerade im Jahr 2010-2011 mit YFU in Estland und lebe in Tallinn in einer Gastfamilie und gehe auf das Nürnberger Gymnasium hier. Au début, c'était un peu tout nouveau en fait, vraiment la découverte d'un pays, la découverte d'une culture, la découverte de gens absolument fabuleux et incroyable. C'est vrai que chaque jour était vraiment un truc nouveau. C'est vrai que ça, c'est vraiment des mois absolument fabuleux où vraiment tu te dis, je commence ma vie dans ce pays, c'est vraiment maintenant que j'ai vraiment vécu dans ce pays pendant une année, etc. quoi. Und wahrscheinlich fragen sich alle, wo Estland ist oder wieso ich überhaupt hier gekommen bin. Eigentlich war Estland nicht meine erste Wahl, aber im Verlauf der Anmeldung habe ich überlegt, dass ich eher noch mit Hewat gehe, wo ich eine ganz neue Sprache lerne, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Also, ich habe schon immer eigentlich ein bisschen Norden wollen, weil mich fasziniert der Norden. Aber am Anfang wollte ich eigentlich nach Norwegen oder nach Schweden gehen. Aber dort war schon alles voll, also schon zu viel Austauschschüler. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe nach Estland. Von diesem Land habe ich noch fast nie irgendetwas gehört. Bem, no primeiro momento que eu cheguei aqui, estou muito ansiosa e nervosa para ver como é finalmente morar em outro país, em outra cultura, a família, enfim. Bem, a minha família foi muito receptiva comigo. Eu me senti muito à vontade com eles, até porque eu achei que quando eu chegasse eles não iam abraçar, ter esse contato tão caloroso que é como no Brasil. Porém, a minha família teve esse contato comigo, o que foi muito bom para eu me sentir em casa. Ich hatte die Auswahl, ob ich ein bisschen länger warte, bis man in Frankreich für mich eine Familie findet, oder ob ich direkt nach Estland gehe. Und nachdem ich mich dann ein bisschen über das Land informiert habe und so ein bisschen mich für das Abenteuer Estland interessiert habe, habe ich mich dann entschieden, hierher zu kommen. Und ich kann sagen, dass es wirklich die richtige Entscheidung war. Nicht nur wegen der wunderschönen Altstadt in Tallinn, sondern auch wegen zahlloser toller Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Und einfach, weil es mich so ein bisschen von einer Menge Vorurteilen befreit hat, die ich gegenüber Estland hatte, was ja nun ein ehemaliges Land der Sowjetunion ist und schon ziemlich östlich anmutet, aber eigentlich ein sehr modernes und europäisches Land ist. Und es ist wirklich toll, hier zu sein. Estonia und Japan sind die Unterschiede, die ヨーロッパと日本って遠いのですごい違うんですけども、まず食文化が全然違いますね。日本はやっぱりお米がこう主食で、まあたまに麺類食べたりとか、なんかいろんなものを食べたりするんですけど、エストニアはまずジャガイモです。ジャガイモです。常にジャガイモです。で、まあジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、マカロニ、マカロニ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモみたいな感じで。Und in Schule, mir in der Schweiz haben Schulzimmer fast nie müssen wechseln und hier am ersten Tag bin ich gehockt und nach einer Stunde plötzlich sind alle aufgesprungen und ich bin da gehockt und was ist passiert, wo gehe ich her?
Weil ich in AST, AST, das ist der AST, ist ein gutes Filmprogramm. Ja, man das sind sehr Programm gemacht. Es sind wirklich ein Programm, das ist ein gutes Film für die Schule. Ja, Mulanka, ein gutes Filmclub. Es sind ein gutes Filmfestival, das ist ein gutes Verbrechlichkeit. Es ist wirklich toll. Agora, já na escola, eu estranhei um pouco, porque eu sempre recebi intercambistas na minha escola, no Brasil. E o pessoal gosta de conversar, gosta de conhecer, de querer ficar amigo de uma pessoa de uma cultura diferente. Mas aqui as pessoas são um pouco mais fechadas, talvez até pelo fato da privacidade. Porém, eles aqui não... É claro que eu tenho bons amigos, pessoas que vieram conversar comigo. Mas a primeiro momento todos foram muito fechados comigo. Ich kann sagen, dass ich hier durch meine Schule vor allem ganz viele meiner guten Freunde gefunden habe. Und insofern hat es gut geklappt bei mir. Ich bin richtig froh darüber, dass man sozusagen mit den Menschen gut in Kontakt kommen kann, auch wenn es vielleicht nicht so heißt am Anfang. Am Anfang hast du einfach nicht verstanden. Und wenn die anderen von deiner Klasse einen Witz gemacht haben, hast du überhaupt nicht verstanden und hast nicht mitlachen können. Das war auch etwas schwierig und hast dich manchmal auch ein bisschen einzig gefühlt in dieser Situation. Und jetzt verstehst du, was sie reden. Und du kannst auch mitreden, kannst selber etwas sagen, was dich taucht. Und auch in der Schule kann ich jetzt viel mehr mitschreiben und ja, verstehe eigentlich, was die Lehrerin sagt oder die anderen. Und das macht natürlich jetzt schon Spass, wenn du kannst mitreden. Das Alkohol ist sehr wichtig, dass ich zur Schule ziehe. Ich sage mir nicht, Jaru. Ja, siis ma hakkasin nad, et ma kirjutasin endale sõnu ülesse. Ja siis ma hakkasin ka peres, hakkasid nad mulle enne eesti keeles öelda ja siis pärast tõlgisid inglise keelde. Nii et ma ajaga ma sain natuke alati rohkem ja rohkem. Mais oui, quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot avant de la langue qu'on parle ici, l'estonien. En fait, et ben maintenant, après 8 mois, et ben c'est maintenant et ben, que je parle l'estonien. En fait, je peux vraiment dire ben, que je parle l'estonien, que je peux communiquer, que je peux comprendre la vie, enfin tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est vrai que ouais, c'est vraiment un grand changement et c'est vraiment une fierté de pouvoir se dire, et ben voilà, et ben durant cette année, et ben j'ai appris une langue. Quand 友達とか家族とか、また別の、その留学生仲間もみんなこう英語とかうまくて、ちょっとそこは一番不安なところでしたね、ここに来て。で、多分一番私が今まで9ヶ月10ヶ月エストニアで生活してて、一番ちょっと不安に感じたのがやっぱりそのエストニア語言葉の壁だったんで。 今もまだちょっと通じない部分とか、コミュニケーションが取れてない時とかたまにあるんですけど、最初の頃に比べたら、本当に何も勉強していかなかったですね、エストニア語。エスト keelega tuleb kõike lihtsalt pähe õppida, et ka tavalises vestluses aru saada. Ja sellepärast see võtab juba olla natukene rohkem aega, kui noh, teises riigis Euroopas. Aga nagu te näete, see on võimalik seda ka selgeks õppida. Ja minu pere ja sõprade abil olen hakkama saanud. Mu lemmiks sõna on lapselaps, sest sakslase jaoks see lihtsalt kõlab langakas. Lapselaps tähendab siis enkelkind.
aga see loogika selle taga on päris ilus. Mulle meeldib näiteks sõna Jürgor, sest see kõlab näekalt. Siis on ka väga palju erinevaid sõnu, aga ma nüüd täpselt ei teagi. Issand nua! Sellepärast, et eesti keel ja inglise keel on see oh my god või issand nua, aga jaapani keel ei ole. Minu lemmik sõna ma ei tea. Nagu see oli udu, kes tehendab nagu funk. Ja ka nüüd on nagu nii palju nagu lae sõna ja ma ütlen sõnni ja ai, ka on päris lae. Mis asja? When the Estonian people say I smile, it was really funny. Mis asja? And I say, mis asja? Uskumatu. Mulle meeldib uskumatu. See on... ma ei tea miks, aga kui siin Eestis ema või vanaema midagi ütlevad... Uskumatu. Kas tõesti? Uskumatu. Ja. Näiakese, noorekese, kes kirgule, kes kirgajalale, kirgajal kaitski, lõtsepäe. Mit estnischen Familien kann es manchmal ein bisschen schwieriger sein als vielleicht in einem anderen Land. Einfach weil man sich an viele Unterschiede schon gewöhnen muss. Bei mir hat das aber dazu geführt, dass ich wesentlich selbstständiger geworden bin. Ich habe mir in meinem Austausch ja viel selber organisiert und viel Eigeninitiative ergriffen bzw. ergreifen müssen. Aber das hat mir nicht geschadet in dem Sinne, sondern das hat mich auch ein Stück wachsen lassen. Und ich denke, eine gute Erfahrung war es auf jeden Fall. Was ist mir schlimmst passiert? Ich weiß eigentlich gar nicht so recht. Muss ich überlegen. Ich weiß. Para mim, a tradição aqui forte foi um fator que eu gostei muito. Porque no Brasil, como é um país muito grande, a nossa cultura é muito diferente nos estados. Mas aqui eu pude notar que a tradição cultural é muito forte. As danças, as músicas, a comida, e isso eu admiro muito, o país conseguir manter a sua cultura, a sua tradição, e não deixar que culturas exteriores, capitalistas, influenciem tanto na economia e na vida. Isso foi o que eu gostei muito aqui. Et c'est vrai que en fait, mais la langue, ce n'est pas la seule chose que vous gagnez quand vous partez avec OIFU. C'est vrai que et ben, tout est nouveau. Vous découvrez une nouvelle culture, vous découvrez une nouvelle famille, vous découvrez de nouvelles personnes. Et c'est vrai que c'est vraiment une aventure qui est absolument incroyable, une aventure qui est fabuleuse. C'est vrai que maintenant, et ben, vous avez l'occasion maintenant dans votre vie de la faire et je pense qu'il faut vraiment se lancer, quoi. C'est vrai que je pense que c'est pas facile, mais il faut vraiment se lancer parce que c'est vraiment une aventure fabuleuse. Ma tahaks tervitada kõiki oma sõpru ja oma pere, nii Sveitsi pere kui ka mu Eesti pere ja üldse kõiki. Ja ma loodan, et järgmine aasta või üle järgmine aasta tulevad väga palju õpilasi Eestisse, sest see on väga tore maa. Kes kõrgu lõõ, kes kõrgu jala lõõ, kõrgu jala tantsi, lapsa päeva lahti.
Okay, let's go. 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 Let's go.